Ja, willkommen zum nächsten Part von Dune mal 2018. Ich habe mich entschieden, dass wir doch noch ein Part Flotten bauen. Aber nicht so lange. Also wir werden schon noch irgendwas angreifen, ein bisschen Action haben. Aber ich fühle mich noch nicht so sicher, jetzt auf eine höhere Stufe zu gehen. Besonders, dass da das Senkonsortium hier einfach sich überall durchmogeln können. Und zum Beispiel Galaxie eigentlich gar keine Abwehr hat, bis auf die Raumstation. Ich möchte schauen, mich noch so ein bisschen ausbauen an Schiffen. Ja, guck mal, der Pisser baut schon wieder das gleiche Teil nochmal neu. Ja, bleibt uns halt nichts anderes übrig. Die würde ich sogar... Okay, jetzt abgebrochen. Ja, anscheinend hat er kein Geld gehabt. Die schicken wir direkt wieder zur Galaxie. Wir müssen jetzt unsere Verteilung allgemein so ein bisschen, ja... aufteilen. Wir können natürlich über die Korruption wegmachen, aber das ist mir jetzt so doof, das würde viel zu viel Credits kosten. Und da wir ja gerade am Bauen sind, tut uns die Korruption eigentlich was Gutes, ne? Und ich möchte einmal kurz gucken, was hier so auf Starkiller Base ist, weil das würde mich mal interessieren, das würde ich nämlich gerne mal angreifen. Wir kaufen noch mal ein paar Gänse hier, damit wir ein bisschen Abwechslung kriegen. Ah, wir könnten zwei Stück wieder davon kaufen. So, bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Ich glaube, wir haben schon mal hier geguckt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hallo? Hä, wieso sehe ich denn hier nichts? Hier steht doch gar nichts wegen Naturschutz oder sowas. Okay. Ich kann nicht sehen, was hier ist irgendwie. Oder ist es nichts im Orbit? Auf dem Boden kann ich auch nichts sehen. Na, guck mal, wen die haben. Ich hätte den, der geht mir auch auf den Sack. Ist das eine? Ja, ist nur eine Allianz. Ne? Ja, gut. Ja, die werden eh wahrscheinlich wieder sich durchmogeln. Oh, Revolution auf Planet 2 oder Earth 2 war das. Ja, die will ich auch nach Galaxia schicken. Irgendwie ist mir ein bisschen zu wenig Abwechslung hier an Schiffen. Irgendwie. Weiß nicht, ob hier noch was kommt. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, was noch für Schiffe kommen könnten. Ich glaube, das waren sogar alle, mehr waren hier gar nicht. Also an normalen Kampfschiffe, bis auf die Super Sternzerstörer. Ja, das brauche ich nicht. Ja. Sternzerstörer hier. Wollen wir irgendwas... Oh, wir bauten da auf Stufe 4. Da will ich mal gucken, was da so abgeht. Stimmt, ich habe schon lange... Wir haben nichts mehr von den Joden-Army-Helden gehört. Die haben ja das riesige Schiff, aber anscheinend haben sie sich zurückgezogen. Können wir eigentlich... Sache, wir können Hyper-V-Geschütz bauen. Wollte ich mal nur nachgucken. Ja, ich weiß nicht, wir brauchen Geld, da lohnt sich das jetzt nicht. Ist das? Ach, das ist gar nicht Jonami, das ist hier Alte Republik, nee, oder? Old Republic? Nee. Nee, das ist hier Neue Republik. Nee. Neue Republik? Ich glaube schon. Ja, also die heißt hier so. Dantoni, wer ist denn die hellblaue, die? Wer ist denn diese Fraktion? Ich weiß, kann jetzt gar nicht die Farben groß unterscheiden. Jonami hat ja auch dieses Lila. Wir müssen eine Menge Geld, Trench. Was könnten da ankommen? Helden, ne? Oder der mogelt sich wieder hier irgendwie vorbei. Kann natürlich auch sein. Oh, der Trench hat gar keine Battle Station. Kaufen wir gerade eine. Bin unterwegs. So,
So, guck mal, was hier so abgeht. Konstruktion abgeschlossen. Welche Fraktion ist das? Was? Planetary Battle? Ach, wieder so ein Überfall. Was ist das? Hä, was hat der denn? Und ich schieb da voll die Panik, ey. Was haben wir nicht jetzt so ein Schiff auf dem, so ein Schlachtschiff auf dem Boden? Das wäre richtig behindert, wenn man damit einen Überfall machen könnte. Das wäre voll unfair. Ne, ich glaube, der hat nur so einen Panzer. Ich hoffe, der hat keinen Flugabwehrpanzer, das wäre scheiße. Hat unsere äußeren Verteidigungsanlagen durchbrochen und ist irgendwo auf dem Planeten gelandet. Sucht sie und beseitigt sie umgehend. Stimmt, wir haben ja Geld, dann könnten wir eigentlich mal hier, falls mal sowas... Ah, die können aber nicht so weit schießen, ne? Aber ich kann trotzdem... Alter, 800, ey. Für Bohl, für nicht mal ein Gefecht, sondern einfach so... Eigentlich müsste die 20 oder so können. Ach nee, also... Och man, ich wollte einen Panzer sehen. Ich kann nicht mal auf dem Boden, also mich auf dem Boden drehen. Also die Kamera auf dem Boden drehen. Ja, und das war so nötig. Das war einfach wieder nur Zeitverschwendung. Oh, das waren sogar Advanced T4B. Was? Sky City Defiler, ist das nicht... Mine, ne? Hä, wieso? Ach so, meine Helden sind wieder gekommen. Wo sind die denn? Ach, hier seid ihr. Alles klar. Ah, ist unsere Einlagenkapazität schon wieder voll. Aber knapp. Ja, wir könnten halt hier noch, ne? Aber ich würde trotzdem so gerne diese Gebiete bauen, die wirklich angegriffen werden könnten. Das würde sich nicht mehr lohnen. Was haben wir noch hier so für Fraktionen? Hellblau. Das hier müsste, glaube ich, Jodenarmee sein. Das ist das andere Blau nochmal. Ach ja, wir haben keine andere Kapsel. Ich kann sogar keine Spionagedruiden bauen. Ich kann aber schon mal überlegen, was wir so machen, wie wir so als nächstes vorgehen. Ich würde so gerne vielleicht diese beiden Planeten noch einnehmen. Kriegen die irgendwie gut Geld? Geht eigentlich so, das so ohne Minen. Puh, könnte man eigentlich, dann haben wir auch eine Verbindung hier unten hin. Konstruktion abgeschlossen. Ich kann natürlich auch, weiter hier oben hin uns ausbauen. Es wird geschehen. Aber hier, das könnte man so zu einer guten Festung bauen. Soll ich da warten? Da haben wir so eine Battle Station hin. Ich guck mal gerade, wie teuer so eine Battle Station ist. Mit Palpatine noch dazu, da bringt ja nochmal guten Rabatt. Könnten wir da direkt eine hinbauen? Alter, lass doch mal dieses ganze Zeit hin und her. Kauf es doch einfach. So knapp zu wenig. Ja komm, dann kaufe ich lieber nochmal Raumstationstufen hoch. Oder auch rüste die ja auf. Ja, ist eigentlich so ein langweiliger Partner. Ja, muss auch mal sein, glaube ich. Ich kann natürlich offscreen machen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Weil irgendwie, zumindest bei mir, manchmal nervt das, wenn du halt in Space guckst und dann machen die offscreen weiter und dann guckst du die nächste Folge an und dann weißt du gar nicht, was da passiert ist. Ja, zumindest hier passiert ja ein bisschen was. Wir bereiten uns ja vor und das Zenkon... Junge, wie viel Geld hat eigentlich dieses Zenkonsortium? So eine Sabotage wird eigentlich immer teurer. Ach nee, das ist auch hier. Ja gut, die haben gut Geld. Wenn du einen Planeten sabotierst, wird es jedes Mal doppelt so teuer. Ich kann es mir nicht sagen, dass die andauernd da sich sabotieren können. Ja genau, jetzt können wir mal gucken, was diese andere Fraktion ist. Spionier. Ihr könnt noch ein bisschen ausspionieren. Ich kaufe mal überall ein paar. Ah, ist aber kein Geld mehr für die Battle Station. Egal. Ich glaube, Druiden hier? Konföderation? Gut.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass es Konföderation ist. Wir schauen mal rein. Konstruktion abgeschlossen. Ach nee, ist der Widerstand ist auch grün, blau. Ja, guck mal, hier könnte man gut einen Bodenschlag machen. Was ist das für ein Planet? Dekar, ist das nicht dieser... Ah, das ist doch hier dieser aus der neuen Trilogie. Wo hier dann später die X-Wings übers Wasser kommen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht so. Bin mir jetzt nicht so sicher dabei. Was ist das hier eigentlich für ein Planet? Also nicht für ein Planet, sondern was ist da für eine Fraktion? Mal so wissen, wo sie irgendwie diese speziellen Fraktionen, wie die hier, breiten sich irgendwie gar nicht aus. So der Widerstand und so die Hauptfraktionen breiten sich aus. Hier Rebellen, Senkonsortium, Jodenarmee hat mich angegriffen, aber sonst irgendwie. Oh doch, okay, die bewegen sich doch. Die. Der gehört auch den Piraten, warum denn da keiner ein? Aber guck mal, okay, die Ballschlachtschiffe kriegen bessere Schilde, wenn du den einnimmst. Was ist orange für eine Fraktion? Ach, orange ist das Senkonsortium? Ist nicht gelb Senkonsortium? Ja, komisch. Aufbau läuft. So, jetzt haben wir gleich überall Stufe 6 Raum, nee, Stufe 5 Raumstation. Ja, nicht ganz, Sky City fehlt noch. Alles gut, dann bekommen wir nämlich pro... Also wir bekommen nochmal 4 extra Sternzerstörer, die immer wieder spawnen. Wir haben so 12 Minuten jetzt, ne? So geschätzt. Ich hätte irgendwie Bock noch auf einen Executor irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre nicht ganz cool mal. Ah, Challenge, das heißt wieder Bodenschlag, toll. Oder? Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Oder ist diese Ultrahelden, ne? Ah ne, Bodenschlacht. Der muss es doch. Jodenarmee hat es doch auch kapiert. Dass sie hier nicht weiterkommen. Jetzt muss dieser komische da Neue Republik mich die ganze Zeit nerven. Wir können mal gucken, was der für ein Panzer hat. Ich meine, stelle alle Rebellen, die sich auf dem Planeten befinden. Wir müssen alle denkbaren Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzugehen, dass dem Imperator nichts geschieht. Der Imperator ist doch gar nicht hier. Der sitzt im Orbit. Nein, nein, ich will gucken, was der hat. Wo seid ihr? Ist denn so ein Panzer drin? Oder? Wo ist der denn? Ich für T2B-Panzer hat er denn mitgenommen? Ist aber fies, die können einfach sich so hier so durchbewegen. Aber mit den Anzahl an Piratensparkassen, wie ich gerne mal sage. Nein, also nicht jetzt Sparkasse. Ich bin aber ja Sparkasse, also. Aber das finde ich mal so lustig, das hört mich immer da dran, ich verstehe das mal so. Ach so, okay, er war einfach so ein Held. Ich finde so Fußhelden sind immer voll langweilig, also bis auf Jedis und Sith. Obwohl die finde ich jetzt auch nicht so praktisch. Also, ey, das ist aber ganz schön große Bodenstreitmacht dafür, dass du dich einfach mal so an meinen Flotten im Orbit vorbeischleichen konntest. Das ist schon ganz schön groß. Hat er irgendwie so mehrere Spezial-Starting-Squads hier oder was? Das war schon größere Bodenstreit macht, einfach so, um sich kurz an meinen Sensoren vorbeizuschleichen. Ah, tatsächlich. Eigentlich müssten doch so langsam die Sensoren hier ultra fein sein, so oft wie die hier irgendwie auf den Boden kommen und mich nerven. Ich möchte noch Sky City, eine Raumstationsstufe, aufrüsten. Und wenn die fertig ist, dann werde ich den Part und beginne den nächsten Part. Ich verkaufe mal eine, damit wir gleich auf die 6000 kommen. Oder kostet? Ne, kostet genau 6000. Also nicht ganz genau. Ja, und dann würde ich mal als nächstes hier die Starkiller Base gerne einnehmen, ne? Hier.
auf, wenn man so überlegt, so ein Echner, wie groß. Ich glaube hier so allein dieses hier zum Schießen ist, glaube ich, größer als Dänemark. Und Deutschland vielleicht auch. Muss ich mal überlegen, wie groß das ist. So vom Sehen jetzt hier. Obwohl, das ist sogar noch größer, ne? Ich meine, guck mal hier. Das wäre sogar Frankreich schon fast. Oder schon fast ein Teil halb Europa. Abartig. Alles klar, dann bin ich hier im Part. Ich speichere gleich im Hintergrund und ich gehe mal kurz auf Toilette. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.